herzlich willkommen zu den CAETV News aus dem August. Österreich. Die Grazer Polizei lebt wohl in der Vergangenheit und ist eindeutig gegen eine Cannabis-Legalisierung. Es wurde eine große Studie in Österreich durchgeführt, wonach sich 2/3 für eine Legalisierung von sogenannten weichen Drogen aussprachen. Daraufhin ist eine große Diskussion entfacht, ob man Cannabis in Österreich legalisieren sollte. Die sozialistische Jugend in der Steiermark forderte in ihrer Kampagne Gras für die Steiermark und die sofortige Legalisierung. Auch die sozialistische Jugendchefin Maya Högerl sprach sich ebenfalls für die Legalisierung aus. Weil sich die Uninformierten und Uniformierten zu Wort melden, sehen wir es als Pflicht an, dies zu kommentieren. Gerd Lach-Sumek, Leiter des Kriminalreferates, gab in einem Interview mit Rainer Liebig Folgendes von sich. Wenn man vor allem bedenkt, dass die Anzahl der Drogenlenker in letzter Zeit schon beinahe so hoch ist wie jene der alkoholisierten Lenker, denke ich mir, dass es hier weiterhin verboten braucht. Also bei Alkohol ist klar, dass man mit 2-3 Bier noch fahren darf. Es gibt klare Grenzen, welche man sogar selbst testen kann. Wieso gibt es das bei Cannabis nicht? In den Statistiken werden weiter sämtliche Drogeneinflüsse aufgeführt. Warum gibt es keine Zahlen, wie viele unter Cannabis erwischt wurden und ob es sich um CBD handelt oder um berauschendes Cannabis, welches die Fahrt wirklich beeinflussen könnte? Mittlerweile werden viele nicht berauschende Produkte mit CBD konsumiert und Kontrollen um das Vielfache erhöht, gerade auf Hanfmessen und Veranstaltungen. Natürlich erhöht sich hier auch automatisch die Zahl der erwischten Drogenlenker. Diese Zahlen sind also sehr unglaubwürdig. Während Alkohol schnell wieder abgebaut wird, ist ein Kiffer nach einem Joint für eine halbe Woche fahruntauglich, laut seinen Äußerungen. Es ist schade, dass von offiziellen Stellen solche Aussagen getätigt werden. Zumal kommt es doch auf die Menge von Alkohol an. Nach einer Flasche Whisky am Abend sollte man morgens sicherlich auch kein Auto fahren. Es ist ganz klar bewiesen und begutachtet, dass an Cannabis gewöhnte Menschen, vor allem Patienten, absolut fahrtauglich sind und sogar mehr Konzentration aufweisen. Cannabis aus den Blutwerten zu entfernen, braucht zwar länger als bei Alkohol, hat aber nichts mit der Fahrtauglichkeit zu tun. USA, Hanfgeschäfte verklagen Facebook. In Oklahoma ist Cannabis auf Rezept legal, trotzdem mussten die dortigen Dispensaries, das sind Fachgeschäfte für Marihuana vor Ort, feststellen, dass ihre Facebook-Seiten immer wieder gesperrt wurden, wenn diese für Hanfartikel warben. Solcherlei Diskriminierung wollen sich 8 Cannabishändler im nun legalen Businessbereich nicht mehr gefallen lassen und haben nun eine Klage gegen Facebook eingereicht. Wir sind gespannt, wie die Geschichte weitergeht. Denn auch wir sind von solchen Aktionen Facebooks nicht erfreut. Viele haben das Problem, dass Gruppen und Seiten, welche mit Cannabis oder Hanf zu tun haben, einfach nicht mehr finden oder gefunden werden im Internet. Ja? Luxemburg. Luxemburg möchte Legalisierung beschleunigen. In Luxemburg kam viel Freude unter den Bürgern auf, doch es bleibt wohl erstmal bei der Vorfreude. Denn die bevorstehende Legalisierung wurde etwas gedämpft. Denn aus den Regierungskreisen wurde kurz verkündet, dass die Umsetzung einer Legalisierung durchaus noch 4 bis 5 Jahre dauern könnte. Nun wurde wieder mitgeteilt, dass es wohl doch nicht so lange dauern solle. Man möchte die Umsetzung auf 2 Jahre verkürzen. Auch auf die Sorgen der Politiker von Nachbarländern wolle man keine Rücksicht nehmen, ganz im Gegenteil. Luxemburg fordert die EU auf, ebenfalls ihre Cannabispolitik zu überdenken und die Gesetze zu lockern. Gesundheitsminister Schneider bestätigte, dass die Drogenpolitik der letzten 50 Jahre nicht funktioniert hat. Die Verbote haben nicht die erhoffte abschreckende Wirkung erreicht. Im Gegenteil wurden oft dadurch die Substanzen für Jugendliche gerade noch interessanter. Also möchte er andere Nationen der EU dazu ermutigen, mit Luxemburg neue Wege zu gehen und ihnen bei der Legalisierung zu folgen. Damit sind wir am Ende dieser Sendung und wir verabschieden uns mit einer kleinen Meldung aus der Rubrik Kurioses. Darf ich vorstellen, Smoke One, eigentlich hört er auf den Namen Galarian Weezing aus dem Hause Nintendo. Ja, was hat sich Nintendo wohl dabei gedacht? Wir wissen es auch nicht. Hauptsache es ist lustig. Wir hoffen in diesem Sinne, euch hat die Sendung gefallen. Lasst ein Like da, lasst euren Kommentar da. Wir freuen uns, euch bei der nächsten Sendung zu sehen.
Vergesst nicht, CATV zu abonnieren. Bis dahin, alles Gute.